Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Squads. Episode Nummer 99 ist am Start. Morgen gibt es dann das Legenden-Squad, beziehungsweise am Sonntag gibt es das Legenden-Squad. Das heißt, ja, darauf müsst ihr noch ein bisschen warten, aber auch heute wird es wieder ein nices Team geben, hoffentlich. Ihr seht, wir haben ein sehr cooles Team of the Week mit Depay, mit Aubameyang, mit Mertens, mit Schürrle und auch beispielsweise dann auch mit Kouyaté und Harry Kane natürlich, dem Hurricane. Und auch noch ehrlich ist das Team of the Tournament des Afrika Cups, ja, da war kurz meine Stimme weg, weil es so geil ist. Aurier, Touré und Ayu sind nur einige der Spieler, die da drin sind. Es ist richtig krass. Unter anderem auch der Inform Chigawi und auf den freue ich mich ganz besonders, den mal zu spielen. Dazu aber später mehr. Zunächst einmal, wenn ihr Coins braucht, schaut bei Randy vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Sehr, sehr günstig momentan und damit könnt ihr mich unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Genauso, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Ich kann wirklich heute wieder nicht sprechen. Ich merke das schon. Nicht mal gespielt bisher heute, nicht geredet, dann geht das einfach nicht. Egal. Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn wir 1000 schaffen, wäre das richtig krass und das zeigt mir, dass ihr richtig Bock habt auf die Legenden-Challenge quasi, auf die Episode mit der Legende in der nächsten Episode am Sonntag, ja, in der nächsten 7-Minute-Squad-Folge quasi. Aber egal, wir labern gar nicht länger drum rum, sondern kommen direkt mal zum ersten Spieler für diese Episode. Gold darf ich gar nicht einstellen, deswegen gehen wir auf Seite 2 und suchen einen aus. Und zwar ist das, ich würde gerne den Inform-Remy-Cabella nehmen, glaube ich. Obwohl, nee, wir nehmen den normalen Remy-Cabella, weil der zentral ist. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ein Spieler über 30k und dann haben wir es auch quasi schon fast wieder für diese Episode. Mal sehen, wen wir da so bekommen werden. Da suchen wir natürlich auf Seite 1, ist ganz klar, gar keine Frage. Das war ein bisschen zu viel Money, Money, Money. Aber trotzdem schauen wir mal, was wir da so finden werden. Zack. De Bruyne, Courtois, Silva, Menez, Hamsik. Ich glaube, ich nehme Menez. Ich glaube, ich nehme Second In von Menez. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ist nämlich auch ein Franzose. Das heißt, die beiden können wir schon mal verlinken. Fällt mir gerade erst auf. So, Menez und dann suchen wir einfach mal. Kostet so um die 100k, sehe ich hier gerade. Das ist vollkommen im Rahmen. Probieren kann man es ja mal. Ich meine, schlecht sieht da nicht aus von den Werten her. Dann kann man das auf jeden Fall mal probieren. Schauen wir mal 75k und gucken mal, ob wir den dafür bekommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Formation kann ich mir schon mal überlegen. In der Zeit kann ich auch schon mal einen Timer stellen. Hoffe ich. Das habe ich hier nicht hingeguckt und verkackt. Na toll. Egal, machen wir nochmal neu. Dauert ja nicht so lange. So, naja, 36k ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig. 42 immer noch. Aber wir haben die Timer jetzt gestellt. Hammer. 70k. Kriegst du nur den First in Form für. Kriegst du auch schon den Second in Form für. Sogar schon für 82, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, der ist nicht mal 100k teuer. Das ist sehr, sehr nice eigentlich. Boah, sieht relativ gut aus von den Werten, wie schon gesagt. Schnell unterwegs. Ein relativ solider Schuss mittlerweile. Gutes Dribbling natürlich. Ist ja auch Menez, gar keine Frage. Und ja, so. Hier haben wir 75, 73, 70. Aber wir nehmen den für 73 einfach mal mit. Mittelstürmer ist die Frage. Spielen wir als Mittelstürmer? Eigentlich müssen wir ja als Mittelstürmer spielen. Die Frage ist nur, wie bringen wir dann Cabella in dem Team unter? Wir spielen die beiden einfach als Zehner. Und zwar im 4-2-3-1 normal. Nicht im 4-2-3-1-2, sondern im 4-2-3-1 normal. Und dann kommt Cabella ins Zentrum. Remy Cabella ins Zentrum. Zack. Und Menez kommt auf die Außenbahn, weil Menez der schnellere von beiden ist. Jeremy. Und los. So. Finesse-Schüsse kann er, deswegen lassen wir ihn auf der. Hallo. Sowas mag ich nicht, Informationen. Die springt immer so komisch hin und her. Aber egal. Gut, dann müssen wir noch einen Timer stellen und dann können wir auch direkt loslegen, würde ich sagen. In 3, 2, 1 und. Jetzt hat er sich zurückgestellt, ich fasse es nicht. 3, 2, 1 und go. Mal schauen, was wir daraus zaubern können. Wir bräuchten zunächst einmal, eventuell zumindest, einen Stürmer von Newcastle United. Da gibt es natürlich Papis Demba Sissé. Allerdings würde ich den ehrlich gesagt ungern benutzen, aber mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Ferreira haben wir noch, Fathundo, aber der ist auch nicht so stark. Rivier. Ja, anscheinend wird es dann wohl auf Sissé hinauslaufen, auch wenn der nicht so doll ist. Das passt schon, passt schon, passt schon. Gut, da machen wir weiter mit einem Sechser. Den braucht nämlich Menez. Und da ist jetzt die Frage, nehmen wir da jetzt einen Montolivo? Oder nehmen wir da, wir gucken erstmal nach. Gehen in die Serie A und gucken bei Milan. Wir können natürlich auch einen Via nehmen, aber das ist dann zu viel Frankreich schon. Montari wäre möglich, De Jong wäre wie gesagt möglich. Essien wäre möglich, Montolivo wäre auch möglich. Aber Montolivo ist blöd zu verlinken, zumindest auf der Seite. Und ich glaube, das Ganze sieht beim Kollegen
De Jong gar nicht mal so viel besser aus. Rechtsverteidiger Niederland fällt mir gerade nur Jan Maat ein. Oder halt Van Rijn oder sowas. Van der Wiel. Okay, es ist doch besser. Und zwar deutlich. Dann nehmen wir 7 De Jong vor allem. Nigel De Jong, den ehemaligen Hamburger. Zack. Rechtsverteidiger Gregory Van der Wiel. Van der... Warte, Van der Wiel. Zack. Und da brauchen wir noch einen Innenverteidiger, am besten auch aus den Niederlanden. Und mal schauen, wen wir da so nehmen werden. Virgil van Dijk wäre natürlich möglich. Ron Vla, überhaupt. Wäre halt wieder in der Premier League, das wäre nicht ganz so gut. Dreckig ist mir ein bisschen zu teuer, der Inform, und der normale ist ein bisschen zu schwach. Natürlich können wir eine Legende nehmen. Warum ist De Boer mittlerweile wieder so teuer? Ach ja, weil die Coinpreise so niedrig sind. Da merkt er wieder, dass es sich lohnt. Van Dijk, da müssten wir einen Silberspieler einbauen. Ryan Donk, der ist eigentlich stark. Da müssten wir allerdings einen... Ne, könnten wir theoretisch machen. Van Dijk aber auch. Ich guck mal nach, was von beidem besser ist. Hat Celtic denn einen vernünftigen Torwart? Das ist die große Frage dabei. Ich meine nämlich nicht Gordon, glaube ich. Genau, Gordon, aber na, wobei... Aber doch, würde gehen. Würde an sich gehen. Gucken wir uns mal kurz Isaksons Werte an, weil das ist der Torwart von Kajim Paja. Der gute Andreas ist ja auch schon fortgeschritten, das Alter. Nehmen wir lieber Donk und Isakson. Dann bleiben wir nämlich selten. So, zack. Dann sind wir damit schon mal durch. Das heißt, wir können jetzt weiterbauen bei bei Cabella. So, ZOM aus der Premier League. Mal sehen, wo wir uns da verirren werden hin. Eigentlich können wir erstmal jeglichen nehmen und dann nochmal mit dem Sechser in irgendeine andere Liga gehen. Theoretisch zumindest. Wir können natürlich... Ne, wir müssen das so machen. Es wird anscheinend kein All-Links-Wasted-Squad, fällt mir gerade auf, weil Innenverteidiger und Linksverteidiger ein bisschen Perfect-Link haben, damit das Ganze funktioniert. Aber egal. Ist mir wieder rausgegangen, warum auch immer. Tarabt nehmen wir mal, der ist nämlich noch relativ schnell unterwegs. Und dann nehmen wir als Sechser irgendjemanden, der einen Perfect-Link verursachen kann. So, wen haben wir da? Matic, Ramsey, Lucas Leiva, John Obi Mikel, Capoe, Fellaini, Gerrard, Arteta. Ich glaube, Arteta wäre sogar die beste Option. Da fällt mir nämlich spontan direkt einer ein. Spanien ist nicht so schwer. Und in der Liga sind wir noch nicht drin. In anderen Ligen sind wir alle schon. Zumindest in den Top-Ligen. Beziehungsweise natürlich nicht in der Bundesliga. Aber dann müssten wir Hövedes oder Hummels nehmen. Und dann Schmelzer oder Ogo. Und das ist jetzt nicht so meine präferierte Wahl, weil ich doch ganz gerne selten bleiben würde. Wir nehmen Mikel Arteta. Ist zwar langsam, aber nicht so wild. Und dann nehmen wir als Innenverteidiger zum einen... wobei wir können auch machen wir lieber so. Wir nehmen als Sechser Ramirez. Da ist er. Und dann nehmen wir als Innenverteidiger Miranda und Siqueira. Oder Siqueira, oder wie auch immer ausgesprochen wird. Und dann sind wir damit auch schon fertig. Ich habe übrigens nur gemacht, weil ich Atletico gesehen habe, sonst hätte ich wahrscheinlich Piqué und Jordi Alba genommen, aber auch so, denke ich mal, ist das Squad sehr in Ordnung. Wir sind in der Zeit fertig geworden, es hat noch nicht gepiept und es piept hoffentlich auch nicht mehr. Nee, wir haben noch 2 Minuten Zeit, das ist wunderbar. Hat perfekt funktioniert, dann baue ich eben das Team fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. 6 Nationen und 5 Ligen ist, denke ich mal, ein sehr, sehr ordentliches Team. Wir haben 2 Informs und wir haben, dazu noch einen 5-Star-Skiller mit dabei, 3 4-Star-Skiller, sehr schnellen Sechser und einen sehr guten Sechser, eine gute Verteidigung, schlechten Torwart, aber, naja, jeder Torwart in FIFA ist relativ scheiße und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal ins Spielchen. Ich suche einen Gegner und wir sehen uns gleich wieder. Wir spielen gegen sehr, sehr coole Trikots. Wir spielen, hier ist Beck, er hat direkt mal den Chicago in Form. Walker dazu noch und Schürrle, also ein sehr schnelles Premier League Team, einfach mit Chermiti und Chicago im Sturm. Ich spreche den übrigens absichtlich so aus, dass ihr das mal wisst. Ja, hat sehr schöne Trikots, und zwar die von Al-Ittihad, die zumindest in der Theorie extrem geil aussehen. Also zumindest, wenn man so die Präsentation vor dem Spiel sieht. Spielen in La Bombonera. Normalerweise spiele ich ja extrem ungern auswärts, aber ich hoffe mal, dass das jetzt ganz gut werden wird. Boah, die sehen echt nicht schlecht aus, ne? Mit diesem Grau noch da drin. Mal schauen.
Kabea ist auf und davon, ist viel zu schnell für die Defensive. Okay, vielleicht doch nicht. Das war vielleicht ein bisschen zu übermütig. Ja, da kommen wir auch nicht mehr ran. Er ist kein schlechter Spieler, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Er versucht ein bisschen zu skillen und so, ist klar. Ja, Chikawi, so ist ja nicht. Oh, der war schlecht, der Pass. Und Achtung, genau hingeschaut. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Auch Menes ist äußerst schnell unterwegs, lässt sich nicht so leicht aufhalten, aber im Endeffekt dann doch zu einfach. Ich hätte vielleicht querlegen sollen auf Kabea. Jetzt haben wir hier Chikawi und der ist natürlich auch schnell. Aber Dong ist da. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß in der Situation. Cissé. Oh, Cissé setzt sich da irgendwie durch. Das könnte die erste gute Chance der Partie werden. Und er macht die natürlich rein. Es ist wirklich die erste gute Chance der Partie. Wir hatten bisher 2 Schüsse, 2 aufs Tor, der Gegner 1 und 0 aufs Tor. Und jetzt ist Cissé einfach mal durch mit ein bisschen Glück und macht das Ding einfach rein. Keine Chance dafür. Ich weiß gar nicht, wen er im Tor hatte. Ich glaube, es war... Ich weiß es nicht. Egal, 1-0. Cissé zum zweiten, kriegt die Chance. Hätte ich den mal lieber gemacht, das rächt sich bestimmt. Wer total unauffällig ist, ist Menes. Ich habe den jetzt mal in Mitte gezogen, Kabea auf außen. Und immer noch ist der total. Ist der komplett dumm? Diesmal war ich sicher. Ah, 2-0. Der ist komplett unauffällig. Ich habe jetzt in Mitte gezogen, Kabea auf außen. Und immer noch ist der total schlecht. Also der hat bis jetzt noch absolut gar nichts gezeigt. Gefällt mir überhaupt nicht, außer diesem einen Solo aus der ersten Halbzeit da. Und ich habe das Gefühl, der bricht jetzt ab. Schauen wir mal. Warten wir mal eben ab. Er bricht ab. Wir warten ab. Ja, okay, er hat abgebrochen. Gut. Das war's auch für diese Episode. Wir haben 2-0 gewonnen. Das Team war sehr, sehr stark, vor allem defensiv. Absolut keine Probleme mit gehabt. Kam ja auch kein Schuss aufs Tor. Ne? Also Isaksson konnte schlecht irgendwas falsch machen. Gut, das war's dann von dieser Episode. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, in der nächsten Episode gibt's dann die Legenden. Ja? Also beziehungsweise die Legende. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Ich finde das Stadion irgendwie geil. Ich hoffe, das ist auch. Haut rein und ciao.